Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich habe mir so eine kleine Woche Zeit genommen hier auf YouTube und ja, ich habe von euch sehr, sehr viele Ideen bekommen für Videos in diesem Jahr und ich dachte mir, ich schließe das letzte Jahr nochmal so ab, indem ich euch die Favoriten des letzten Jahres nenne. Also euch einfach mal so ein bisschen daran teilhaben lasse, welche Produkte ich super gern benutzt habe, welche Sachen ich sehr zu schätzen wusste und so weiter. Der Großteil davon wird Kosmetik sein, es wird aber auch ein Teil Technik sein, Küchenutensilien, Lifestyle und sowas. Aber ich fange jetzt erstmal mit dem Beauty-Teil an. Denn da haben sich auf jeden Fall einige Sachen herauskristallisiert, die ich nicht mehr missen möchte und die ich 2017 sehr zu schätzen wusste. Das allererste wäre eine Lidschattenpalette und das ist die Neutrals vs. Neutrals Palette von Make-Up Revolution. Und die Farben benutze ich einfach ja super, super häufig. Fast jedes Mal, wenn ich ein auffälligeres Augen-Make-up schminke, benutze ich eben diese Farben und ich finde, Alexa mag ich auch, aber nicht, wenn sie sich unterbricht. Alexa, stopp! Kommen wir gleich drauf zu sprechen, warum auch immer sie das jetzt irgendwie als Trigger empfunden hat. Jedenfalls ist das hier die Palette und ich finde die Farben wirklich super schön. Sie sind sehr, sehr gut pigmentiert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Ich glaube, so eine Palette kostet so 8 oder 9 Euro. Viel mehr auf jeden Fall nicht und damit bin ich sehr zufrieden, obwohl ich auch noch auf der Suche bin nach einer ähnlichen Palette mit ähnlichen Farbtönen aus dem High-End-Bereich, wo sich das noch ein bisschen besser verblenden lässt und das Ergebnis einfach noch ein bisschen intensiver ist. Also wenn ihr da Empfehlungen habt für vegane Paletten, also es ist halt alles vegan, tierversuchsfrei, dann wäre ich euch sehr, sehr dankbar, weil zum Beispiel Anastasia Beverly Hills, die sind zwar tierversuchsfrei, aber die Paletten sind alle mit Karmin und ich möchte keine zerquetschten Läuse auf meinen Augen haben. Und ja, die Palette mochte ich auf jeden Fall total gerne. Ich trage auch gerade ein Augen-Make-up, was ich komplett damit geschminkt habe und ich finde die Farben sehr schön und ich mag es mittlerweile sehr gerne, Farben zu kombinieren auf meinem Augenlid. Sonst war ich ja eigentlich immer so der Braun- und Schwarz-Typ, aber bloß keine krassen Farben. Mittlerweile trage ich total gerne Orange, Pink, Lila und so weiter. Das zweite Produkt wurde mir, glaube ich, mal von DM zugeschickt und ich mag das total gerne. Ich hatte euch mal einen Full-Face-Impression von Essence-Produkten gemacht und das Produkt ist das Brighten Up. Ja, das ist ein Banana-Powder und da konnte ich am Anfang nicht wirklich viel mit anfangen. Aber ihr seht, ich habe es wirklich schon sehr, sehr intensiv benutzt und zwar benutze ich das, um ja meinen Concealer zu setten unterm Auge und das benutze ich eben zusammen mit dem Beauty Blender, den ich auch letztes Jahr einfach unfassbar gerne benutzt habe und wenn ich halt mein Make-up aufgetragen habe, meinen Concealer aufgetragen habe, nehme ich mir ordentlich von dem Banana Powder, gebe das mit dem Beauty Blender direkt unters Auge und lasse das dann baken und kurz bevor ich dann mit meinem Make-up fertig bin, fege ich das einmal von meinem Gesicht runter und das ist einfach perfekt, um noch ein bisschen Highlight unter das Auge zu setzen. Das Gelb neutralisiert so ein bisschen das Lila unter dem Auge und das funktioniert für mich perfekt. Der Beauty Blender an sich, den benutze ich auch eigentlich immer, wenn ich Make-up benutze und nicht gerade zu faul bin, das ja, mal eben nass zu machen. Denn nass ist der auf jeden Fall wesentlich besser. Ja, der ist jetzt schon etwas benutzt. Den habe ich, glaube ich, in Hamburg gekauft. Und ich mag ihn sehr gerne, weil man damit sehr gut das Make-up einarbeiten kann. Ich denke, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein riesiger Unterschied zu dem Ebeleam Make-up-Ei, was ich früher hatte. Und ich würde mir auf jeden Fall davon noch den einen oder anderen kaufen. Einfach, um ein paar verschiedene zu haben, wenn die mal dreckig sind und so weiter. Ich liebe es zwar, mir mega viel Mühe zu geben mit konventionellem Make-up und mir so einen kompletten Make-up-Look zu schminken und mich da wirklich ja, drin zu verlieren und da sehr viel Zeit zu investieren. Aber das mache ich nicht jeden Tag. Dafür ist meine Zeit irgendwie auch zu knapp. Das mache ich eigentlich dann, wenn ich irgendwas vorhabe oder wenn ich Videos drehe und habe da auch richtig viel Spaß dran. Aber so im Alltag trage ich selten Make-up. Und wenn, eigentlich nur Puder und ein bisschen Mascara oder so. Und da nehme ich eigentlich immer Mineral-Make-up. Das ist hier das von Angel Minerals. Da habe ich immer die Farbe Alabaster und das ist das Hellste, was es da so gibt, weil ich einfach eine Kalkleiste bin und das verträgt meine Haut sehr, sehr gut. Ich finde, wenn man jetzt nicht nur Mineralkosmetik benutzt, dann ist es auf jeden Fall gut, zwischendurch die Haut mal so ein bisschen, so ein paar Tage ruhen zu lassen, wenn man eben sich so viel Make-up ins Gesicht klatscht, wie jetzt ich in diesem Fall. Und da tut meine Haut das auch ganz gut, einfach nur mal Mineralien oder gar nichts im Gesicht zu haben. Ich habe euch zu Angel Minerals übrigens mal ein komplettes Tutorial gefilmt. Das ist tatsächlich ein etwas auffälligerer Look. Ich wollte das so mal als Challenge nehmen, sowas in die Richtung zu schminken, aber komplett mit Mineral-Make-up. Wenn ihr das verpasst habt, dann klickt doch gerne mal da oben. Da verlinke ich euch das gerne mal. Dann habe ich eine spezielle Sparte für mich entdeckt und da bin ich wahrscheinlich irgendwie so ein Spätzünder und zwar sind das Liquid Lipsticks und ich habe angefangen, die ersten Liquid Lipsticks von Sleek zu benutzen, aber die haben mich nicht ganz so zufriedengestellt. Das war irgendwann Anfang diesen Jahres oder so. Die waren vom Auftakt ein bisschen schwierig und dann wurde mir das hier empfohlen. Und zwar sind das die Liquid Sweets, wie auch immer,
von NYX und die einfachen Liquid Sweets sind auch von den Inhaltsstoffen her vegan. Bei NYX ist eben so, dass sie zu L'Oreal gehören, sind aber an sich ein tierversuchsfreier Konzern. Da muss also jeder für sich entscheiden, ob er das kaufen möchte und die finde ich echt ganz gut. Den habe ich auf jeden Fall sehr, sehr oft benutzt und benutze ihn immer noch sehr gerne. Was ich mittlerweile an Liquid Lipsticks noch lieber benutze, sind die Produkte von Lime Crème. Und das ist jetzt die Farbe Vibe und das ist eben der Ton, den ich gerade auf die Lippen trage und ich mag den Auftrag sehr gerne. Bei den Produkten von NYX mache ich das immer mit einem Pinsel, aber ich finde, von Lime Crème ist der Applikator richtig gut. Ich mag den Geruch davon. Der ist sehr, sehr krass parfümiert, aber ja, die halten sehr gut. Die lassen sich einfach auftragen und ich habe sie im Black Friday Sale sehr günstig bekommen. Ich war immer schon drauf und dran, irgendwie bei Lime Crème zu bestellen, habe aber gedacht, so, oh, es ist alles so teuer und dann war Sale und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist die Gelegenheit und ja, wenn ihr dazu mal Swatches haben wollt, ich habe bestimmt, ich zähle mal kurz durch, 1, 2, 7, 8 Stück oder so, wenn ihr da Swatches zu haben wollt, also dass ich euch die einfach mal zeige, wie die sich auftragen, wie die aussehen und so, dann stimmt doch gerne mal da oben ab, dann werde ich das machen. Ich denke mal, wenn 70% dafür sind ungefähr, dann werde ich das machen. Ein Tool, ein sehr günstiges Tool, was mir dieses Jahr sehr geholfen hat, meine Augenbrauen zu finden. Das war eine Reise, eine sehr spannende Reise für viele Zuschauer, ja offenbar auch. Das ist dieser Pinsel hier und zwar, ja, das ist ein ganz, ganz dünner Pinsel von Essence, genau, das ist der Eyeliner-Pinsel und der eignet sich super gut zum Auftragen von Eyebrow-Produkten, entweder von einer Pomade oder von Augenbrauenpuder. Ich benutze es für beides. Also ich fange mittlerweile an mit einem Stift, gehe da mit einem Puder drüber und danach setze ich das Ganze mit einem Augenbrauengel, mit einem farbigen. Und mittlerweile bin ich sehr zufrieden mit meinen Augenbrauen. Das ist einfach immer so eine Reise. Ich habe früher meine Augenbrauen gar nicht geschminkt und dann erstmal so eine Form finden, mit der man zufrieden bin. Ich habe meinen Kopf immer schief, deswegen sehen meine Augenbrauen auch sehr oft schief aus. Aber der Pinsel ist wirklich super klasse für, ich glaube, 2 € oder so. Auf jeden Fall eine Anschaffung wert, sind natürlich auch Synthetikhaare. Dann kommen wir zu einer Sache, die ich das letzte Jahr auf jeden Fall für mich entdeckt habe. Ich habe das vorher sehr selten gemacht und mittlerweile mache ich es bei jedem aufwendigeren Make-up, weil es mich sogar weniger Zeit kostet, als Mascara zu verwenden. Und zwar sind das Fake Lashes. Und das sind die beiden Sorten, die ich dann mal verwende. Das ist von Adele. Einmal sind das die Demi Wispies und einmal die Wispies. Und die mag ich total gern. Ich habe angefangen mit den Demi Wispies. Die sind auf der äußeren Seite so ein bisschen breiter und auf dem inneren Augenwinkel sind sie eben schmaler. Das macht dem Ganzen so ein bisschen natürlichen Look. Da fällt es gar nicht so unbedingt auf, dass ihr Fake Lashes tragt. Vor allem, wenn ihr einen Lidstrich tragt, dann ja, verschwimmt das so ganz gut ineinander. Und die Wispies, das ist das, was ich jetzt gerade trage, sind ein bisschen auffälliger. Die waren mir am Anfang zu heftig, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt und ich mag es ganz gerne, die zu verwenden, wenn ich die noch ein bisschen eingetuscht habe, weil sonst sind die mir irgendwie, sieht halt irgendwie fake aus, wenn die so ganz, ganz dünn sind und da unten drunter meine eigenen Wimpern sind. Und ja, auf jeden Fall benutze ich die total gerne. Ich werde super oft darauf angesprochen. Ich verlinke euch alle Produkte in der Infobox, wenn ihr irgendwas davon sehr interessant findet, euch weiter informieren wollt und so weiter. Welchen Kleber ich dazu verwende, ist der Duo-Kleber. Und ja, der hat auch schon bessere Tage erlebt, weil ich den schon echt, echt lange habe. Den habe ich bestimmt schon seit ein paar Jahren. Werde auf jeden Fall mir bald mal einen neuen kaufen. Der ist auch vegan. Bei Kleber muss man ein bisschen aufpassen. Und als Info noch zu den Lashes. Das ist Echthaar, aber es ist menschliches Echthaar. Ich wurde darauf auch schon sehr komisch in den Kommentaren angesprochen. Was, du verwendest Echthaarwimpern? Das sind keine tierischen Haare. Das sind, ich denke mal, Reste von Perückenherstellung und Extensionsherstellung. Das ist auf jeden Fall kein tierisches Echthaar, sondern menschliches Kopfhaar-Echthaar. So, das wollte ich nochmal dazu sagen. Da kamen auch ganz kuriose Kommentare von wegen, wer spendet denn seine Wimpern? Keine Ahnung, wie man darauf kommt, dass es Wimpern sind, aber gut. Das war der dekorative Teil, wobei es ist vielleicht auch noch so ein bisschen dekorativ. Das sind diese hier und einen davon trage ich jetzt auch gerade. Ist vielleicht nicht das beste Beispiel, es heute zu zeigen, weil ich jetzt gerade nochmal über die Spitzen drüber gegangen bin. Wer kennt es nicht, wenn man sich die Nägel selbst lackiert, die Spitzen abgeblittert sind, man zu faul ist, die komplett neu zu machen, dann einfach nochmal die Spitzen überlackiert. Ich finde die Lacke richtig, richtig gut. Die habe ich vor ungefähr einem Monat entdeckt. Da habe ich mir als allererstes diese Farbe hier geholt. Das ist die Farbe 18 Beetlejuice. Die finde ich total schön. Die hat sich auf meinen Nägeln tatsächlich durch Zufall ergeben. Ich hatte eigentlich einen Silberton drauf, habe an meinem Kopf immer wieder, ja, keine Ahnung, in der Kopfhaut gekratzt. Und wenn man pinke Haare hat, dann vermischt sich das so ein bisschen mit dem Nagellack. Und dann hat sich so eine Farbe ergeben und da wollte ich so eine Farbe unbedingt haben, habe die in der Drogerie gefunden. Die Iconails sind auch vegan. Die haben halt hier so ein
ja, so ein Stopfen, ja, keine Ahnung, so eine Abdeckung und dann kann man den so benutzen. Und der hält wirklich lange. Der verspricht, dass er 7 Tage lang hält und der hält tatsächlich fast 7 Tage lang. Ich benutze ja immer den Essence Gel Nail Polish Base Coat und damit hält es wirklich gut. Also für die Leute mit Problemnägeln wie ich, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Unterschied, den Unterlack zu benutzen und die dazu. Probiert es einfach mal aus. Da habe ich momentan auch die schwarze Sorte drauf. Über Weihnachten hatte ich diese Sorte drauf. Und ihr kennt mich ja eigentlich mit langen Nägeln, die habe ich jetzt komplett gekürzt, damit ich Gitarre spielen kann. Ja, man muss auch Opfer bringen. Dann kommen wir auf jeden Fall noch in Richtung Duft, bevor wir zu Essen und allem anderen gehen. Mein Lieblingsparfum dieses Jahr war auf jeden Fall das White Musk von The Body Shop. Und das riecht sehr ähnlich dem The Olive Branch von Lush. Und ich hoffe, dass Lush irgendwann auch ein Parfum rausbringt. Ich mag nämlich Lush lieber als Body Shop. Bei The Body Shop ist es ja so, dass sie jetzt nicht mehr zu L'Oreal gehören, sondern zu Natura. Das ist ein brasilianisches Naturkosmetikunternehmen. Und sie bemühen sich mittlerweile auch darum, vegan zu kennzeichnen. Da passiert auf jeden Fall was. Das finde ich richtig gut. Und ich mag den Geruch. Es ist ein süßer, sinnlicher Geruch. Aber Musk ist eben Moschus. Aber ich finde ihn total angenehm. Ich habe dafür auch schon sehr viele Komplimente bekommen. Also schnuppert da mal dran. Ich weiß auch, dass ein paar von euch gesagt haben, dass es eine super Empfehlung war. Also schaut euch das eventuell mal an. Ich glaube, nicht viel muss ich zum Deo sagen, was mich das ganze letzte Jahr begleitet hat. Und zwar ist das Wolkenseife und diese Deos, die benutze ich nur noch. Also nur noch diese Creme-Deos ohne Aluminium. Meine Lieblingsdüfte davon sind Be My Baby. Ihr seht auch, davon habe ich schon einen großen Teil wieder aufgebraucht. Das ist so ein typischer Babypudergeruch. Und das Weekender Deo, davon habe ich jetzt noch nicht ganz so viel benutzt. Die Bestellung ist auch erst ein paar Monate her, aber das ist eben so ein richtig schöner, frisch gewaschen Geruch. Und ich mag die total gern. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, nie ein anderes Deo benutzt. Vielleicht habe ich mal vorm Schlafengehen das CD nochmal aufgesprüht, um es endlich leer zu kriegen. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Creme-Deos und ich wollte da auf jeden Fall auch nochmal, ich glaube, Sauberkunst und Ponyhütchen ausprobieren. Das sind ja auch so ein paar andere Marken, die so Creme-Deos herstellen ohne Aluminium. Das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. So, kommen wir zu den Küchensachen, die ich euch relativ schlecht jetzt zeigen kann, aber auch noch zeigen werde auf jeden Fall. Und das allererste ist auf jeden Fall meine Heißluftfritteuse. Für die Leute, die keine Heißluftfritteuse kennen, es ist eine super tolle Alternative zum Backofen und zu einer Fritteuse, wie der Name schon sagt. Und meine Heißluftfritteuse wird eben mit heißer Luft frittiert. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt so erkläre. Es ist eigentlich selbsterklärend. Ihr könnt es euch ein bisschen vorstellen wie ein kleiner Umluftherd. Und ihr habt praktisch wirklich ein Gitter drin. Dann könnt ihr zum Beispiel Pommes reinmachen oder auch rohe Kartoffeln. Falafel sind super da drin. Und dann stellt ihr eben eine Gradzahl, eine Temperatur ein. Das ist das Gleiche. Zeit ein und dann plinkt das nach 20 Minuten und es ist fertig. Bei ja, Kartoffeln und bei Pommes kann man zwischendurch auch auf jeden Fall nochmal schütteln. Und es ist einfach mega, mega cool zum Beispiel. Da muss man kein Frittierfett benutzen, um seine Falafel fertig zu kriegen. Die Sachen werden richtig schön knusprig und lecker. Und selbst wenn man solche fertigen Frühlingsrollen oder so da reinmacht, hat man im Endeffekt sogar weniger Fett, weil das Fett, was dann sozusagen frei wird, abläuft und das wird sehr viel knuspriger als im Ofen, weil eben nicht das Backgut im eigenen Fett schwimmt und das ist einfach super praktisch. Vor allem mein Herd hat keine Umluftfunktion und deswegen ist die Heißluftfritteuse eine extrem gute Alternative, auch wenn man zum Beispiel mal eben sich was überbacken möchte. Ich habe das auch schon mal gemacht, dass ich mir einfach ein Brot gemacht habe mit einem Aufstrich mit Tomaten, hatte noch ein bisschen veganen Käse da, habe das da reingepackt und hatte danach wie so eine Art Bruschetta. Bruschetta, nicht Bruschetta, ja, ich habe es mittlerweile gelernt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig praktisch und ich werde dazu auf jeden Fall nochmal Rezeptvideos machen, weil ich die Heißluftfritteuse wirklich sehr zu schätzen gelernt habe und ja, auch mal so eine Review und auch Heißluftfritteusenrezepte. So, obwohl ich da meistens relativ simpel bin, wie mit allem, was ich so koche. Die nächste Sache, die ich absolut feiere, ist das hier. Viele werden sich jetzt denken so, okay, was ist das? Das ist ein Ding, um Messer zu schärfen und es ist super unkompliziert. Mit solchen Stäben irgendwie komme ich gar nicht klar und ich schneide ja wirklich viel Gemüse. Ich esse oft Tomaten und ich hasse es so sehr, wenn man dann schneidet und es schneidet nicht und du drückst und es spritzt und ja, auf jeden Fall nicht so cool. Und da hat man eben 3 verschiedene Stufen, gröber, mittel und fein. Dann hält das Ganze so auf der Platte fest, zieht da ein paar Mal durch und dann hat man super scharfe Messer, die einfach so wieder durchgleiten. Es kostet 15 Euro das Ding. Da muss man einfach keine neuen Messer mehr kaufen. Es ist super praktisch und ich will das nicht mehr missen. Eigentlich immer, bevor ich irgendwie eine größere Kochsession starte und ich merke, die Messer sind nicht mehr ganz so scharf, wie sie mal waren,
gehe ich da mal kurz durch. Ich habe recht gute Messer, aber die werden halt auch irgendwann stumpf und es ist einfach wirklich eine mega gute Anschaffung. Eine Sache, die irgendwie in gar keine Kategorie passt, die ich aber trotzdem irgendwie erwähnen möchte, sind Bodies. Tatsächlich. Ich habe irgendwie immer noch den gleichen Kleidungsstil wie das Jahr davor und davor, wobei es wahrscheinlich, so wie das aussieht, immer schwärzer wird. Aber ich fühle mich einfach in Schwarz am wohlsten. Ich habe eigentlich immer bunte Haare, jetzt gerade besonders unabsichtlich. Aber ja, schwarze Kleidung und fast immer Kleider, also Strumpfhosen. Und die Probleme, die wahrscheinlich jeder kennt, der Strumpfhosen trägt, sind die, dass sie runterrutschen. Und vor allem sehr große Menschen haben das Problem, dass die Strumpfhosen runterrutschen. Und dann hat man einfach den Schritt irgendwo im Knie hängen. Das ist einfach so ätzend. Also kannst du entweder eine Unterhose drüber ziehen oder irgendwie eine Radlerhose oder du trägst einfach ein Body. Und ich habe mittlerweile einige Bodies. Was ich jetzt hier gerade trage, ist übrigens auch ein Body mit so einem ja, V-Ausschnitt. Und das ist super praktisch. Und dann könnt ihr eben einfach eure Strumpfhose tragen, den Body darüber schließen und dann rutscht die Strumpfhose nicht mehr. Es sitzt alles am Platz. Ihr habt warme Hüften, das heißt, die Nieren sind schön warm, Blasenentzündung kann man damit vorbeugen. Mega gut. Ich kaufe die Bodies, um ehrlich zu sein, am liebsten bei ASOS. Ich bin eine sehr große Frau, ich bin 1,80 Meter groß, obwohl die meisten, die meine Videos gucken, das so gar nicht einschätzen. Auf jeden Fall ist da oft das Problem, dass die nicht lang genug sind und die haben da eben ASOS toll. Und da kaufe ich sehr gerne auch Hosen, weil ich immer ein Problem damit habe, eine Hose zu finden, die lang genug ist. So in den normalen Läden finde ich sowas halt nicht und deswegen ja, kaufe ich da ab und zu mal Sachen und auch die Armlänge ist lang genug und das ist einfach nur herrlich und das hat man sonst wirklich selten. Bodies sind auf jeden Fall so meine Neuentdeckung 2017 gewesen. Jetzt kommen wir noch zum Bereich Technik und ich werde sehr oft noch von euch gefragt, wann machst du die Review zur Fitbit? Und die werde ich auf jeden Fall noch machen, aber ich muss das nochmal mit dem Original-Armband testen, weil ich die eigentlich immer mit dem roségoldenen Armband trage. Das hier ist die Fitbit Charge 2. Und das ist eben eine Uhr, die misst deinen Puls. Der ist jetzt gerade bei 95, weil ich mich in Rage rede. Also der misst halt dauerhaft deinen Puls, deine Schrittzahl. Der misst, wie viele Kalorien du verbrennst, wie viel du gelaufen bist, wie viel Sport du gemacht hast. Der kann auch mit dir so ein bisschen ja, meditieren, also einen Relax-Modus. Der kann dich benachrichtigen über irgendwelche Handy-Benachrichtigungen, über Anrufe. Du kannst Erinnerungen stellen, du kannst dich damit wecken lassen mit Vibration, hast eine Stoppuhr da drin, das sind so die Basic-Funktionen davon und ich mag das total gerne, besonders wenn man so ein bisschen fitter wieder werden möchte. Ich habe ja letztes Jahr angefangen, meinen Fitness-Vlogs, bin wieder aktiv in Sport eingestiegen, habe mehr auf meine Ernährung geachtet, habe dann auch schon 7 Kilo abgenommen und ja, das hilft dann enorm weiter, weil man wirklich seinen eigenen Kalorienverbrauch am besten einschätzen kann. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit dafür. Ich meine, das misst den Puls. Es misst den Puls relativ zuverlässig, wobei ich so erfahrungsmäßig sagen muss, dass der eigentliche Puls meistens so 5 bis 10 Schläge pro Minute höher ist. Habe ich zumindest auch auf Cardiogeräten im Fitnessstudio die Erfahrung gemacht. Und ich glaube nicht, dass mein Ruhepuls bei, lass mich nicht lügen, wobei 62 kommt schon hin, der war jetzt zwischenzeitlich irgendwie bei 55 oder so und so niedrig ist mein Ruhepuls eigentlich nicht. Aber es erleichtert mir enorm einzuschätzen, wie viele Kalorien ich verbraucht habe. Besonders wenn man eben abnehmen will, dann geht es einfach nicht anders. Da muss man eben schauen, wie viele Kalorien nehme ich zu mir, wie viele verbrenne ich und so kann man das eben am besten abschätzen. Vor allem synchronisiert das auch mit diversen Fitness-Apps, zum Beispiel mit MyFitnessPal, was ich mittlerweile auf dem iPhone nutze, weil ich ja umgestiegen bin von Android auf iPhone. Ich habe vorher ja FDDB benutzt, das habe ich auch schon mal so ein bisschen erwähnt. Und mittlerweile habe ich eben ja das iPhone, hauptsächlich auch wegen der Kamera und ja, um verschiedene Features besser nutzen zu können. Und die Kamera ist wirklich sehr, sehr gut und ja, damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Kombination. Das synchronisiert eben so komplett miteinander. Ja, das ist auf jeden Fall so der Technikbereich. Was ich auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist Alexa. Setze Spotify fort. Alexa, lauter. Alexa, stopp! Ich habe mir einen kleinen Dot fürs Wohnzimmer gekauft, um Musik da drauf zu hören mit Spotify und auch mir Hörbücher vorlesen zu lassen, auch mal Erinnerungen zu schalten. Das ist super praktisch, wenn ihr irgendwas im Ofen habt und dann ja einfach sagt so, stell den Timer. Ich sage das bis jetzt nicht laut, ihren Namen, sonst reagiert sie halt die ganze Zeit darauf. Ja genau, wenn man einfach sagt, so stell den Timer auf 10 Minuten oder so, das ist sehr praktisch und ich habe zu Weihnachten dann auch noch die im Bad bekommen und es ist einfach so entspannt unter der Dusche oder auch in der Badewanne. Man kann das auch noch mit Bluetooth-Kopfhörern zum Beispiel koppeln, dass man die Musik einfach über seine Sprache steuern kann. Das ist sehr praktisch und
mochte ich total. Im Gegensatz zu dieser Haarfarbe. Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht ganz... Wobei, hier unten sieht es eigentlich ganz schön aus, ne? Das schöne Ergebnis. Darüber habe ich ja auch mehrere Videos gemacht, wieso man nicht zum Friseur gehen sollte. Das lief nicht so gut. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr besser läuft. Allerdings nur Tönen, weil ich momentan auch nicht mit Blondieren oder so belasten will. Und hier oben ist es wirklich meine Naturhaarfarbe im Ansatz. Und ja, es ist halt gerade so, wie es ist. Und ich würde sagen, ich habe lange genug geredet. Es gab übrigens auch noch sehr viele Beauty-Favoriten aus dem Bereich Lush. Aber ich habe von euch die Frage bekommen, ob ich nicht ein Favoritenvideo meiner ganzen Lush-Produkte machen kann. Und das kommt deswegen dann in den nächsten Tagen, nächste Woche oder so extra. Freut euch also darauf, meine Lieblings-Lush-Produkte vorzustellen. Deswegen war jetzt auch wenig, was Hautpflege, Haarpflege und sowas angeht, dabei, weil ich eben sehr viel Lush mittlerweile benutze. Und ja, ich würde sagen, ich verlinke euch hier oben nochmal das Tutorial von den Angel Minerals Produkten. Da habe ich euch wirklich das Ganze mal sehr genau gezeigt und die Deckkraft auch nochmal genauer vorgestellt, wie man einen kompletten Augenlook schminken kann damit. Und darunter verlinke ich euch meine All-Time-Favorites. Das sind auch Produkte dabei, die ich immer noch sehr gerne benutze, aber ich habe sie eben schon so lange und liebe sie so sehr, wie zum Beispiel mein Eyeliner, mein Highlighter, mein Contour-Kit und sowas. Das benutze ich immer noch total gerne, also schaut auch da gerne mal vorbei. Hier oben könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bisher getan habt. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.